Wohnungsmieten werden immer teurer. Was sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie Angst, abgezockt zu werden? Gibt es genug bezahlbaren Wohnraum? Wie könnte man Mieter besser schützen? Stimmen aus Berlin. Ja, also ich habe es erstmal wirklich 3 Monate probiert, eine normale Wohnung zu bekommen, habe halt viele Versprechen bekommen. Am Ende halt habe ich es versucht beim Studentenwohnheim und ja, da ging es halt, aber die Miete ist recht teuer, das ist es halt. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, lebe seit 2 Jahren hier und seit 2 Jahren bin ich auf der Suche nach einer Wohnung, nach einer bezahlbaren Wohnung. Naja, also ich selber wohne in einer sehr günstigen Wohnung, aber ich habe das schon erlebt beim versuchten Umzug, dass uns da eine Wohnung angeboten wurde, die einen sehr hohen Preis hatte. Ich habe das selber nicht so jetzt wahrgenommen, da ich einen Vertrag seit Jahren habe, aber von Freundinnen, die jetzt gerade Wohnung suchen, merken, dass es deutlich gestiegen ist. Es ist mittlerweile unbezahlbar. Der Mietpreisspiegel wird immer wieder durch Neubauten nach oben gepusht, weil für neu hergestellte Wohnungen natürlich die Mieten höher ausgewiesen sind und das wird zwangsläufig auch zu höheren Mieten im Bestand führen. Ne?